schon euch zurückgetreten. Naja, Rücktritt ist halt part of the endgame. Aber sehr gefallen hat mir, was der Dörfler gesagt hat. Haben Sie das gehört? Der hat gesagt, wir sind halt Charaktermenschen. Naja, das mag schon so sein, aber unter den Charaktermenschen gibt es halt auch solche und solche. Da gibt es welche mit gutem Charakter und welche mit schlechtem Charakter. Ja, und wenn da einer sagt, ist ja wurscht, Hauptsache Charakter, das sind halt meistens nicht die mit gutem Charakter. Aber irgendwie putzig, dass sich da jetzt offensichtlich sowas anbahnt wie eine Fehde zwischen den Charaktermenschen und den Lebensmenschen. Das sind quasi die zwei Fraktionen des freiheitlichen Lagers, die Charaktermenschen und die Lebensmenschen. Und schön war auch, wie dieser Kurtscheuch gesagt hat, dass man sich doch nicht aufregen soll, dass er seinem Bruder nachfolgt. Da hat er gesagt, die Kennedys, die waren ja auch Brüder. Wobei bei den Scheuchs denkt man dann eher nicht an die Kennedys, sondern eher an die Daltons. Ja, und das ist eigentlich ein gutes Bild, weil der Dörfler, der erinnert wiederum ein bisschen an den Rantalplan. So, aber jetzt mal von Kärnten zu was Ernstem. Das Schöne an meinem Job ist ja, dass man erstmal von den Leuten als weltfremder linker Utopist oder Sozialist oder als jemand dargestellt wird, der nichts von Wirtschaft versteht und dass man dann ein paar Monate später spätestens Recht bekommt. Die Europäische Zentralbank, bald da, wo ich sie schon seit Jahren hinhaben will. Dass sie garantiert, dass kein Euro-Staat pleite geht oder dass sie das zumindest bald garantiert. Ein paar Meter sind da noch zu gehen, ist ja noch ein bisschen umstritten. Die EZB will jetzt massenweise Staatsanleihen direkt aufkaufen und es wird auch diskutiert, dass dieser ESM gewissermaßen unbegrenzte Feuerkraft erhält. Das muss man sich dann so vorstellen. Der kauft mit den hunderten Milliarden, die er in seinem Topf hat, Staatsanleihen auf, aber auch andere Wertpapiere, Bankanleihen im Notfall auch und so weiter. Und wenn ihm dann das Geld ausgeht, dann hinterlegt er diese Werte als Sicherheiten bei der Europäischen Zentralbank, erhält dann neues Geld und kann wieder Staatsanleihen kaufen und so weiter. Bankrott eines Staates ist dann eigentlich technisch nicht mehr möglich. Das ist auszuschließen, außer man will einen Staat aus politischen Gründen bankrott gehen. Und ich weiß schon, wenn man sich damit jetzt nicht ein bisschen beschäftigt, dann klingt das wie Finanzvoodoo, Kredite ohne Limit, Schulden, die in den Himmel schießen oder ein bisschen wie Schlaraffenland, so dass man das Geld von den Bäumen pflückt. Und ich verstehe, dass sich viele Leute damit schwer tun, das zu verstehen. Warum das gut sein soll, das wird ja sicher total teuer. Aber ich will versuchen, es hier einigermaßen verständlich zu erklären. Und wenn man das durchdenkt, dann wird man feststellen, dass die billigere Lösung, die scheinbar billigere Lösung oft die teure und teuerste Lösung sein kann und dass die scheinbar teure Lösung in Wirklichkeit die billigste Lösung ist. Und das hängt eben mit dem verrückten, aber gleichzeitig berechenbaren Verhalten von Finanzmarktakteuren zusammen. Also erstens, es ist ja bemerkenswert, die USA, Japan oder Großbritannien haben viel höhere Schuldenstände als die Eurozone im Durchschnitt, aber im Moment historisch niedrige Zinsen auf ihre Staatsschulden. Warum ist das so? Weil dort die Zentralbank garantiert, dass das Land in jedem Fall seine Schulden zurückzahlt. Im Notfall wird eben Gelddruckanlage angeworfen. Also gedruckt wird ja das heutzutage nicht mehr. Da druckt man auf irgendwelche Tasten beim Computer. Und weil die Anleger das wissen, halten sie die Anleihen der Staaten für sicher und verlangen niedrige Zinsen. Und dann tritt der Notfall eben auch gar nicht ein, dass man die Gelddruckanlage einschalten muss. Und das heißt, das Teure muss gar nicht gemacht werden, weil die Anleger wissen, es würde getan werden, wenn ein Notfall eintritt. So paradox ist das eben bei diesen verrückten Finanzmärkten. Aber andererseits, so paradox ist es gar nicht, weil wenn man sich andere Seiten des gesellschaftlichen Lebens mal hernimmt, wie zum Beispiel Verbrechen. Stell dir vor, wir haben ein Land mit 1000 Morden und keine Polizei. Und dann stellt der Staat Polizei ein und sagt, ja, und mit diesen Polizisten werden wir jetzt diese 1000 Morde pro Jahr verhindern oder aufklären. Dann wissen die Leute, es gibt Polizisten, die sie fangen werden, wenn sie jemand umbringen und die Mordrate wird natürlich drastisch sinken. Also mit einer Investition in Polizei werden die Dinge verhindert, die eigentlich die Polizei verhindern soll, sodass die Polizei sie gar nicht mehr verhindern muss. Das ist jetzt vielleicht nicht die totale Analogie, aber so ein bisschen als Illustration versteht man, wie die Dinge funktionieren. Also alle klassischen Volkswirtschaften, die sich in Eigenwährung verschulden, bekommen heute von den Anlegern Geld praktisch nachgeschmissen. Sogar zu Negativzinsen bekommen sie es. Das heißt, nur leicht überspitzt, die Leute zahlen nochmal etwas dafür, dass sie den Staaten Geld leihen dürfen. So, und jetzt vergleichen wir das, was in den USA, Großbritannien und Japan ist, mit dem, was wir in Europa gemacht haben in den vergangenen, naja, sagen wir, 2 Jahren.
Wir haben in Europa das Signal gesendet und manche haben das sogar offen und explizit gesagt, dass Eurozonenländer natürlich pleite gehen können, teilweise aufgrund der Fehlkonstruktion der Eurozone, aber vor allem auch aus niedrigen innenpolitischen Beweggründen hat man das gemacht. So wie der Jean-Claude Juncker, der Chef der Eurozone, der Eurozonenländern unlängst gesagt hat, wieso erlaubt sich Deutschland den Luxus, andauernd Innenpolitik in Eurofragen zu machen? Und das betraf ja nicht nur Deutschland. Man hat das mit so windschiefen Metaphern begründet, indem man gesagt hat, wenn die EZB so agieren würde, dann wäre das ein Fass ohne Boden, soll heißen, dann würde alles nur noch teurer werden. Aber was ist denn damit dann passiert? Was hat denn diese Rhetorik ausgelöst? Was hat denn das ausgelöst, dass man solche Signale andauernd gesendet hat? Man hat den Anlegern implizit gesagt, dass ihre Gelder nicht sicher sind, wenn sie griechische, spanische, italienische Staatsanleihen halten und kaufen. Man hat die Märkte, wie man das so schön nennt, in Panik versetzt. Die Anleger sind aus diesen Papieren geflohen, die Zinsen sind in den Himmel gefahren und damit hat man alles noch teurer gemacht. Obwohl diese Länder wie verrückt gespart haben, sind ihre Schulden noch gestiegen, statt dass sie gesunken sind. Also dieser öffentlich bekundete Versuch, teure Lösungen zu vermeiden, hat dazu geführt, dass man alles nur noch teurer gemacht hat. Und jetzt wäre ja ein bisschen technisch, aber nur ein bisschen. Finanzmärkte kann man nicht einfach wie einen Gemüsemarkt oder einen Kartoffelmarkt agieren lassen. Finanzmärkte können ohne einen, wie man das in der Fachsprache nennt, einen Lender of Last Resort nicht funktionieren. Einen Kreditgeber letzter Instanz. Aber die Europäische Zentralbank hat sich bisher geweigert, als solcher zu agieren, beziehungsweise die europäische Politik hat sich geweigert, die EZB als solchen agieren zu lassen. Und das ist der Kern aller Probleme der Eurozone und nicht die Schulden der Griechen und der Spanier, die jetzt nicht unbedeutend sind, aber die sozusagen nicht erklären diese irren Verwerfungen auf den Finanzmärkten. Und das hat eben die Krise extrem teuer gemacht. Wohingegen, und jetzt kehre ich zu dem Ausgangspunkt zurück, wenn es einen Kreditgeber letzter Instanz gibt und der glaubhaft versichert, dass er im Notfall eingreifen wird, dann führt das eben schon dazu, dass er gar nicht eingreifen muss, weil dieser Notfall dann gar nicht eintritt. So funktionieren diese psychologischen Paradoxien, diese Rückkopplungsschleifen oder diese Dialektik, wie immer man das nennen will, auf den Finanzmärkten nun einmal. Und, kleine Abschweifung, das ist jetzt auch keineswegs inflationär, weil so viele Leute jetzt Angst vor Inflation haben, aber Inflation ist ohnehin eine komplizierte Sache und Inflation in einer Depression ist ohnehin sehr unwahrscheinlich, wenn nicht gar praktisch unmöglich, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber zurück, man hat halt geglaubt, man kann in Europa alles den Märkten allein überlassen oder man kann nach den simplen Weisheiten der schwäbischen Hausfrau, die schön solide spart, eine ganze globale Ökonomie steuern. Und das ist ein Blödsinn. Sage ich schon lang und es ist schön, wenn jetzt auch die Letzten draufkommen. Ja, und hätte man gleich auf mich gehört, hätte man sich ein hübsches Körperlgeld erspart. Schon ein bisschen mehr als ein paar Netsch. Also ein paar hundert Milliarden Euro halt.